Willkommen zurück, Leute, zu The Book of Unwritten Tales. Ach ja, ich bin etwas erkältet. Etwas ist gut, ich bin sogar krankgeschrieben. Und werde hinterher immer schön meine Huster rausschneiden müssen. Ist aber alles wieder vergänglich. Alles halt so wild. Passiert halt mal in dieser kalten Zeit, dass man sich einen wegholt. Es geht weiter und ich hoffe, ihr könnt mit meiner angeschlagenen Stimme leben. Ich wollte aber trotzdem gerne ein wenig weiter aufnehmen, weil das ja sowieso noch etwas unregelmäßig auf meinem Kanal hochgeladen wird. Und jetzt funkte mir auch noch mein Kranksein dazwischen und das ist halt passiert halt. So, das so vorab. Wir haben ein Seil bekommen und wir wollen eigentlich, dass Ivo hochkommt. Die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Ich hatte ja die Idee mit dem Balkon. Das war es aber dann irgendwie nicht so wirklich. Vielleicht können wir doch irgendwas hier noch machen. Habe ich irgendwas hier übersehen? Okay, da oben kann er vielleicht mit den Seilen da rumhantieren. Weil so kommt er da ja nicht ran. Vielleicht mit diesem Stärkungselixier. Das könnte er ja auch mal nehmen, ne? Das könnte, oder er gibt das hier hinterher. Oder mit dem Zauberstab einfach die runterholen. Muss hier irgendwas machen. Die Bücher nochmal. Das Seltsame ist, dass auf den meisten Seiten überhaupt nichts geschrieben steht. So wenig interessant ist unsere Welt nun auch nicht. Ja. Das Seltsame ist, dass auf... Ja, wie auf dem meisten... Warte mal. Auf dem meisten... Ne? Das Seltsame ist, dass auf dem... Auf dem ist nichts geschrieben. Aber ich kann mit dem Buch hier nichts machen. Wie kriege ich denn mal diese Papiere darunter? Eine riesige Karte des gesamten Landes. Und ich habe bisher erst einen winzigen Winkel davon gesehen. Magisches Amulett. Kann man das hier irgendwie vielleicht mal verwenden? Nö. Zum Hauptplatz können wir nicht gehen. Oder doch? Ach, dann kommen wir nur wie hier wieder hin. Okay. Ja, das ist ja... Da können wir nicht hin, da können wir nicht hin. In die Unterstadt können wir noch? Doch, können wir noch. Okay. Soll man das hier aber vielleicht gar nicht mehr? Oder? Tja. Meister Markus, Sie werden es nicht glauben, aber... Er ist weg. Meister Markus? Hallo? Er ist weg. Er ist nicht hier. Aber wenn er nicht hier ist, vielleicht können wir dann hier ein bisschen rumgucken. Ein zusammengefalteter Zettel. Mein Name steht drauf. Lieber Wilbur, dir ist vermutlich gar nicht bewusst, was du geleistet hast. Du hast nicht nur dein Magierdiplom schneller gemacht als jeder andere vor dir. Nein, du hast auch einem alten Mann gezeigt, dass es immer Hoffnung gibt. Dafür danke ich dir. Ich bin aufgebrochen, um meinem Bruder am Wilddornpass zur Seite zu stehen. Er kämpft dort gegen wütende Angriffe der Schatten. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, Meister Wetterquarz. Markus Maria Alastair, Meister der Magie. P.S. Ich möchte dir meine magische Brille zum Geschenk machen. Ich brauche sie nicht mehr. Meine Nase gehört an die frische Luft, nicht in alte Bücher. Das ist wirklich sehr nett von Meister Markus. Aber hätte er seinen Tatendrang nicht noch ein paar Stunden länger unter Kontrolle halten können? Ich könnte ihn hier gut gebrauchen. Und sein Bruder wird er dort wohl auch kaum finden. Der sucht die Insel in irgendwelchen Archiven und steht nicht auf dem Schlachtfeld. Es hilft nichts. Er ist weg. Ich muss alleine klarkommen. Okay, aber wir haben was Wichtiges bekommen. Eine magische Brille. Das ist Meister Markus' magische Lesebrille. Er wollte wohl nicht riskieren, dass sie auf seinen Reisen beschädigt wird. Das gute Stück. Und jetzt gehört sie mir. Vielleicht können wir die irgendwie dann oben im Magieturm nochmal verwenden. Ist hier noch irgendwas? Nein. Hier ist anscheinend gar nichts mehr. Dann gehen wir raus.
Es war aber sehr lieb von Meister Markus, noch so einen netten Brief zu schreiben. Finde ich. Ist in dem Gasthaus noch jemand? Oder auch nicht mehr, ne? Nee, da war ja vorher auch schon gar keiner mehr. Nun gehen wir raus. Keiner mehr da. Der König der Diebe und die anderen Ratten sind vor. Die sind auch weg. Was ist, wenn wir nach oben gehen? Ist der hier Schildwächter noch da? Ach, guck mal, ja klar, weil die Ivo ist ja auch noch da, also die Stadtwache. Okay, warte mal, dann gehen wir mal rein. Wir dürfen ja rein. Obwohl. Ja, doch. Ja. Noch kriegen wir sie ja nicht rein. Dann geh mal von hier aus dahin. Ist mir auch egal. Dann eben da lang. So, magische Brille, magische Brille. Vielleicht auf die Karte oder auf das Buch vielleicht. Warte, nee. Das ist Meister Markus' magische Lesebrille. Er wollte wohl nicht riskieren, dass sie auf seinen Reisen beschädigt wird. Das gute Stück. Und jetzt gehört sie mir. Aber nichts, irgendwie ein Hinweis, wofür die da ist. Kannst du die... Das hätte ich jetzt mal so gehofft, dass wir die hier verwenden können. Können wir doch? Können wir doch. Mit den leeren Seiten zum Beispiel. Haha. Unglaublich. Mit Brille sind die Seiten von oben bis unten eng beschrieben. Ohne sehe ich nur leeres Papier. Die Brille ist also nicht nur schick, sie ist auch nützlich. Wonach soll ich suchen? Esordia, Alistair der Erzmagier. Ich fand ihn weniger charmant, als ich erwartet hatte. Vermutlich haben wichtige Anführer keine Zeit, höflich zu sein. Adelheid von Trauerbergen, Alabasterverarbeitung, Alistair der Schrumpfwütige, Alistair der Dritte vom Hohen Haar. Ah, hier, Alistair, Mordred Michael Mechthild, Erzmagier. Bla bla bla, als zweites von vier Kindern geboren, Bruder Markus, bla bla bla, Zaubererakademie mit Auszeichnung. Merlin-Orden erster Klasse. Level 99 Erzmagier. Bla bla bla. Arbeiten über Schafmetamorphosen. Besitzer einiger der mächtigsten magischen Artefakte der Welt. Bla bla bla. Chef des Geheimdienstes der Allianz. Berater des Königs. Bla bla bla. Seltsam. Warum steht da ständig bla bla? Man hätte schon erwarten können, dass sich die Autoren beim Eintrag eines so wichtigen Mannes mehr Mühe geben. Ach, das steht da richtig, wie witzig. Wollen wir doch mal schauen, was uns erwartet. Sauron? Sauron. Sauron. Sodbrenn? Jordia. Eine Insel im stillen Meer, vermutlich benannt nach einem vergessenen dunklen Magier. Mehr steht da nicht. Keine Angaben dazu, wo genau die Insel liegt. Äußerst dürftig. Aber Ivo weiß das doch. Na gut, dann doch nicht. Aber es war ja irgendwie schon doch auch hilfreich. Wie kommst du denn jetzt mal da oben ran? Das ist zu hoch. Da komme ich nicht ran. Wir müssen die Ivo irgendwie hier reinlotsen. Wie kriegen wir die denn mal hier rein? Und wie kriegen wir ihn hier raus? Ein Transportballen. Sieht schwer aus. Vielleicht gepresste Baumwolle oder so etwas. Gepresste Baumwolle oder so etwas. Können wir hier mit der Brille irgendwie was angucken? Nein. Was haben wir denn hier zur Verfügung? Wir haben diese komische Planke und wir haben das Rohr. Ein Stärkungselixier? Für ihn selber? Der Trank verleiht unglaubliche Kräfte. Aber es ist nur noch wenig in der Fiole. Ich werde ihn mir aufsparen. Okay. Ein Zauberstab. Können wir irgendwas zaubern? Bilbo, du kannst doch ein bisschen zaubern jetzt. Es muss doch machbar sein. Ein Artefakt. Interessiert euch ein Artefakt? Mit dem Seil müssen wir doch irgendwas Tolles machen können. Ah, hier. Aber das merkt das sie ja. Geht nicht. Die Kopfgeldjägerin würde es bemerken. Dann müssen die beiden sich wieder unterhalten. Ich weiß nicht, was ich ihn fragen soll. Und ich möchte nicht neugierig wirken. Dann mit ihr? Ich rede lieber nicht mit ihr, wenn es nicht unbedingt sein muss. Müssen wir die irgendwie ablenken? Es könnte so eine Art Otter sein. Ein Otter. Ein Stachelotter. Ding. Mit komischen Augen. Mit den Transportballen vielleicht irgendwie.
Also es soll da oben ran, ja? Es soll schon mal ein Balken, es muss irgendwie mit dieser Falltür zusammenhängen. Wir müssen die da irgendwie runterschmeißen oder so. Hm, wie kriegen wir die denn mal abgelenkt? Können wir hier an der Seite noch irgendwas machen, wenn man hier ja auch hingehen kann? Hier ist ja auch dieser Balken. Können wir das Seil da schon mal ranmachen? Ja! Aha! Gute Idee! Ah, für Ivo? Ach so, das geht da runter zu ihr. Ivo kann hoch. Ja, sehr schön. Es war an der falschen Stelle gedacht von mir. Hm, das Versprechen hast du schon mal gehalten. Na klar. Aber was ist nun mit dieser ach so wichtigen Botschaft? Kommen Sie mit in den Magierturm, dann zeige ich es Ihnen. Okay, cool. Ach so. Eilt euch, oder wir alle werden nicht mehr Schmied unseres eigenen Schicksals sein. Helft uns, Meister Alistair. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Das ist gar nicht gut. Verstehen Sie jetzt? Wir müssen einfach etwas tun. Wir müssen die Position der Insel im Buch finden und das Artefakt retten, sollte der Erzmagier bis dahin nicht zurück sein. Du hast recht. Wir müssen handeln. Kein Sterblicher sollte solche Macht haben. Ich bin dabei. Juhu! Und draußen ist ein Flugschiff angebunden. Vielleicht kann Captain Nate uns zur Insel bringen. Eins nach dem anderen. Erst einmal müssen wir wissen, wo diese Insel überhaupt ist. Ja, das ist aber schön. Jetzt können wir hier oben zwischen den beiden wechseln, nehme ich mal an. Und er macht dann sein Ding. Oder was? Ah ja, jetzt können wir mit Ivo wieder spielen. Dann kann die ja auf jeden Fall mal diese Dinger runterholen. Dort liegen einige große Papiere auf dem Schrank. Könnten Landkarten sein. Nimm sie dir. Ivo ist viel größer. Kein Problem. Das sieht mir nach taktischem Kartenmaterial aus. Hier wurden Truppenbewegungen eingezeichnet. Vermutlich schon vor Jahren. Eine der Karten ist eine grobe Kopie der Karte an der Wand. Auf ihr kann ich einzeichnen, wo sich die Insel befindet. Nur müssen wir sie dazu erst einmal lokalisieren. Hm. Okay. Eine der Karten ist eine verkleinerte Kopie der Karte an der Wand. Auf ihr kann ich einzeichnen, wo sich die Insel befindet. Ja, okay. Also nehmen wir... Eine der ja, nimm die Karte und betrachte die große. Machen wir es eben so. Eine große Karte des Landes mit dutzenden Städten, Dörfern und Siedlungen. Früher gab es das alles nicht. Kannst du die nicht nehmen? Eine der Karten ist eine verkleinerte Kopie der Karte an der Wand. Auf ihr kann... Ja, aber... Und dann haben wir noch ein Netz. Buch des Gremlins. Hm. Komm, Wilbur. Lass uns nachsehen, was im Buch über die Position von Sordia steht. Also schön. Was haben wir hier? Eine Geschichte über einen Zauberer und sein Schaf? Oh, eine Zauberergeschichte? Mit Bildern? Die Geschichte ist nichts für dich, glaub mir. Hier ist der Reisebericht eines Feenforschers. Daran beschreibt er, wie er auf eine Insel gekommen ist. Er hat Tempelruinen gezeichnet. Und der Professor glaubt, dass das Artefakt in diesem Tempel ist, auf der Insel Sordia. Exakt. Der Feenforscher hat seinen Weg genau beschrieben. Gestartet ist er in einer Stadt namens Kunpak. Nie davon gehört. Ich auch nicht, aber wir müssen sie finden. Okay, aber cool, dass die beiden jetzt also so wechselbar spielbar sind und wir beide haben. Mag sie vielleicht auch nochmal sich die Sachen hier angucken? Ich möchte wissen, was Ivo dazu Einige sagt. Einige Papiere, magische Gerätschaften und... Krempel? Krempel. Was hast du hier noch? Achso, das ist die Karte wieder. Guck dir die schwebende, schüchterne Blume an. Das ist ein Sumpfkräucher. Eine pflanzenfressende Pflanze. Sie schleicht sich an ihre Opfer heran und überwältigt sie von hinten. Oh, okay. Also schüchtern ist sie eigentlich gar nicht. Für Wesen aus Fleisch und Blut sind sie ungefährlich. Sie gehören zur Gruppe der vegetarischen Kannibalenpflanzen. Coole Pflanze, auf jeden Fall. Der Erzmagier und ich scheinen ein gemeinsames Hobby zu haben. Aber natürlich benutzen wir Elfen keine technischen Geräte, um die Planeten und Sterne zu betrachten. Hm. Okay, möchte sie noch mehr sagen? Das ist die Enzyklopädie Fantastica. Der törichte Versuch, alles Wissen dieser Welt zwischen zwei Buchdeckel zu pressen. Ja, aber ich mag Bücher. Vielleicht mag Wilbo ihr mal die Brille geben oder so? Geht das?
Oder kann sie das... Na, ich lass mal ihr das Netz dabei. Sie geht weg. Und dann sind wir wieder eher. Ja, gib mal Ivo die Brille. Sie ist kein Magier. Ich kann so ein geheimes und prachtvolles magisches Instrument doch keiner Nicht-Magierin geben. Ach so. Okay, dann magst du ihr vielleicht was anderes geben oder so? Die Landkarte vielleicht? Nee. Quatsch mal mit Ivo. Hallo, Ivo. Was gibt's? Wie wäre es, wenn du mal hier das hier mal übernimmst? Ich muss kurz nachdenken. Übernimmst du hier mal? Klar. Achso, sind wir dann automatisch wieder Ivo? Ach, jetzt sind wir wieder Ivo. So geht's also auch. Kannst du mit ihm reden? Was sagt sie zu ihm? Ah. Die Stadtwache lässt nur Magier und Leute mit einer Einladung hier hoch. In Anbetracht deiner Verkleidung würde ich sagen, du hast dich als Magier ausgegeben. Ich habe mich nicht als Magier ausgegeben. Ich bin Magier. Mit Diplom. Mir fällt es etwas schwer zu glauben, dass ein junger Gnom aus dem Weißkammgebirge Magier ist. Aber es stimmt. Ich habe die Ausbildung bei Meister Markus unten in der Stadt gemacht. Du hast alles, was man für eine Diplom-Magierprüfung wissen muss, in nur ein paar Stunden gelernt? Ja, war nicht einfach. Hat mich fast umgebracht. Okay. Genug geredet. Weiter geht's. In Ordnung. Sehr schön. Ja, hat er. Hat mit Auszeichnung hier sein Diplom gemacht. Wie kriegen wir das denn jetzt mit den Karten? Meinen, das muss doch irgendwie machbar sein. Eine der Karten. Und die komische Blume ist ja auch näher gekommen gerade, ne? Die ist so ganz heimlich. Also schön, Grunpack. Ich werde dich schon finden. Das, was wir gerade da im Buch irgendwie gefunden haben. Später. Hoffentlich findet sie das jetzt. Den Ort. Das gibt es doch nicht. Ich finde diesen Ort einfach nicht. Ich auch nicht. Er ist nicht auf der Karte. Aber warum sollte dieser Feenforscher einen Ort beschreiben, den es gar nicht gibt? Oder gab es ihn mal und er ist mittlerweile verlassen? Das ist es. Hm? Grunpack ist der Name des Ortes in der Schattensprache. Als der Feenforscher dort war, war es ein Ort der Schatten. Aber diese Karte ist alt. Hier wird noch der menschliche Name des Ortes stehen. Wir müssen also herausbekommen, wie der heutige Ort Grunpack früher hieß. Exakt. Das kriegen wir doch hin. Mit Wilburs cooler Brille. In dem Enzyklopädiebuch. Such danach. Grunpack. Also schön. Wonach soll ich suchen? Grunpack. Na schön. Ich hoffe nur, die Enzyklopädie ist auf einem neueren Stand als die Karte. Krätze, Rötengalle, Krummbeine, Runabel die Fürchterliche, Grunpack. Grunpack. Früher Rotkieselburg ist eine Ortschaft in der Südheide, bekannt vor allem durch seinen Salzabbau im blablabla. Wieder blablabla. Rotkieselburg. Das ist es. Also suchen wir nach einem Ort, der Rotkieselburg heißt. Also schön, Rotkieselburg. Ah! Wo steckst du? Wie cool ist das denn? Jetzt können wir selber danach suchen. Das ist nicht Rotkieselburg. Ach so. Ups. Rotkieselburg, hier bei Rohr. Das ist nicht Rotkieselburg. Wo steht denn das? Ups. Kann ich das irgendwie mal verkleinern? Ah, okay. Ich kann hier einfach so rüber blättern. Das finden wir schon. Hasendorf. Hier, la 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 la. Da gehen wir auch irgendwann mal hin, in einem anderen Let's Play. Oder nach Schindula. Oder nach Schnitzlingen. Ist auch schön. Robbingen. Da wohnen bestimmt ganz viele Robben. Da ist der Elfenhain. Taronen. Hondur. Strunzen. Weißkammfeste. Bracken. Kang. Lekor. Rotkieselburg. Da ist es. Rotkieselburg. Hervorragend. Von dort aus müssen wir nun dem Weg des Feenforschers nachgehen. Möchte noch mehr angucken. Es sind insgesamt 7 Schritte. Ich lese sie vor, du schaust, wo wir herauskommen, okay? Gut, wir sind in Rotkieselburg. Der erste Schritt ist 2 Tagesmärsche nach Norden bis an den Fuß der Berge. Wo ist das? Markiere den Ort. Was?
zwei Schritte. In Ordnung. Von dort einen Tagesmarsch nach Osten. Der Punkt muss irgendwo in einer weiten Ebene liegen. So, hier so? Nächster Schritt. Geh nach Nordosten, bis du auf eine Straße triffst. Ja, hier. Hast du's? Der Straße in nördlicher Richtung bis zu einem Fluss folgen. Wo die Straße auf den Fluss trifft, ist der nächste Punkt. Wieso? Dem Fluss bis zur Mündung folgen. Gut so. Jetzt runter nach Süden. Immer an der Küste entlang, bis zu einer großen Bucht. Östlich der Bucht müssten Inseln sein. Markiere die Bucht. In Ordnung. Von dort aus nach Nordosten. Es ist die zweite Insel auf dem Weg. Hast du sie? Nordosten? Also die hier? Das hier muss die Insel Sordia sein. Unser Weg zur Insel war zwar etwas seltsam, aber ich glaube, du hast recht. Lass uns die Insel auf der kleinen Karte markieren. Die Insel haben wir also schon mal. Fehlt nur noch das Transportmittel. Und das schwebt draußen. So ist es. Ja, war am Anfang vielleicht etwas zu weit gelaufen, aber ich habe halt nicht ganz aufgepasst. Und es hat ja auch so geklappt. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt? Hallo, Ivo. Was gibt's? Hallo. Ich muss kurz nachdenken. Klar. Ja, wir spielen mal Ivo. Ivo hat einen Plan. Ivo weiß Bescheid. Sind wir hier dann fertig? Gehen wir jetzt? Wir gehen einfach, oder was? Hallo. Komm, Ivo übernimmt das jetzt hier mal. Hier redet man mit der Kopfgeldjägerin. Das wird bestimmt witzig. Orks sind zäh, stark und aggressiv. Diese da sieht fit aus. Ich weiß nicht, ob ich sie ausschalten könnte. Wenn überhaupt, dann nur mit Schnelligkeit. Oder mit Köpfchen. Mit Köpfchen kriegen wir das bestimmt hin, Ivo. Hallo, Ork. Was willst du, Elfe? Die verstehen sich prima. Ich brauche den Menschen für einige Tage. Leihst du ihn mir? Nein, ich habe einen Auftrag. Und den werde ich erfüllen. Dann werde ich ihn mir nehmen. Wenn du an mir vorbeikommst. Miau. Klappe, Nate. Wo ist eine Schlammgrube, wenn man sie braucht? Glaubst du wirklich, du hast den Hauch einer Chance gegen Mazas? Wer oder was ist Mazas? Ich schwebe wie ein Schmetterling und steche wie eine Biene. Ich lasse mich nicht auf Raufereien mit einer Ork-Kopfgeldjägerin ein. Es gibt bessere Wege, ans Ziel zu kommen als bloße Gewalt. Willst du mich austricksen? Dafür musst du früher aufstehen, Kleine. Ich will diesen Menschen und noch vor Sonnenuntergang werde ich ihn Warum haben. Warum denn auf einmal? Mir klingeln die Ohren. Da bin ich mal gespannt, wie du das anstellen willst, Elfe. Auf bald, Ork. Hoffentlich nicht. Warum will sie ihn jetzt auf einmal haben? Ich red mal mit Nate, oder darf sie Hallo, nicht? Mensch. Doch, sie darf. Hallo, meine Liebste. Warum hat man euch gefangen genommen? Was wird euch vorgeworfen? Das wüsste ich auch gern. Ich bin ein harmloser Abenteurer. Genau. Es ist nur ein dummer Zufall, dass deine meisten Abenteuer illegal sind, richtig? Wenn ihr in illegale Aktivitäten verstrickt seid, solltet ihr bestraft werden. Wird er ja nun. Ich glaube nicht, dass irgendjemand verdient hat, was mich nun erwartet. Nanu! Verlierst du im Angesicht der Folter etwa doch deine große Klappe? Ich finde einfach nur, niemand hat es verdient, 3 Tage alleine mit dir auf einem Flugschiff zu sein. Das ist alles. Mir reicht's. Gehabt euch wohl. Du kommst wieder. Sie alle kommen wieder. Dieser Mensch hat einen wirklich interessanten Begleiter. Ich dachte, ich würde alle Tiere hier kennen, aber solch ein Wesen ist mir noch nicht untergekommen. Ja, das fragen sich anscheinend alle. Quatsch mal mit Wilbur. Ich will mal wissen, was der sagt. Genug. In Ordnung. Okay, also ich weiß nicht, warum sie ihn unbedingt will, aber ich gehe mal davon aus, er hat ihr sozusagen erzählt, was los ist. Oder so. Vielleicht erzählt das ihr auch noch, wenn ich sie jetzt anklicke, aus seiner Sicht. Hallo, Ivo. Ivo. Was gibt's? Ah, hier. Ah. Der Kapitän oben im Käfig kann uns mit seinem Luftschiff zur Insel bringen.
Wir müssen ihn befreien. Bist du sicher? Er macht nicht gerade einen vertrauenserweckenden Eindruck. Das ist nur seine harte Schale. Gehärtet von einsamen Nächten unter den Sternen, geschliffen in fernen Häfen, versteinert durch Tränen verzweifelter... Du liest zu viele Schundromane, Herr Wetterquarz. Er wird uns helfen. Ihm bleibt ja kaum etwas anderes übrig, wenn wir ihn aus tödlicher Gefahr befreien. Und das Schiff sieht nicht schlecht aus. Ich mag den Kerl nicht. Aber du hast recht. Sein Schiff ist die schnellste Möglichkeit weg von hier. Und da vermutlich keiner von uns beiden ein Luftschiff steuern kann, sollten wir uns von ihm zumindest bis zur Insel bringen lassen. Aha. Also weiter. Wenn du das sagst. Finde ich aber gut. Also, das hätte ich wahrscheinlich zuerst machen sollen. Vielleicht kann er aber irgendwie sie ablenken. Ich rede lieber nicht mit ihr, wenn es... Nee, er kann es wirklich gar nicht. Ich weiß nicht, was... Nee. Er kann es gar nicht. Und unser Seil, das hängt da noch, ne? Wir können jetzt auch... Können wir auch hier jetzt immer runter? Nee. Kannst du das wieder nehmen? Ach, prima. Hups. Gut, das Seil brauchen wir ja vielleicht dann doch nochmal. Kannst du das Ivo geben? Nimm du das Seil, Ivo. Sie steckt das in ihre nackte Haut. Und dann spielen wir mit ihr wieder. Prima. Dauert zwar immer so ein bisschen die Animation, aber... In solchen Ballen werden Waren transportiert. Der hier scheint sehr schwer zu sein. Ha, ich würde mich gerne eigentlich um das Problem hier gerade weiter einfach kümmern. Aber ich muss einen Cut machen, liebe Leute. Wir sehen uns im nächsten Part von The Book of Unwritten Tales. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.